Willkommen, liebe Freunde, zu einer Runde Dead by Daylight. Das ist es heute geworden, da hatte ich heute mal Bock drauf. Ich mache immer mal wieder das, worauf ich Bock habe, so. Oh, einer spielt schon mit Dingens. Hart im Nehmen oder kein Gamer, aber wie das heißt. Okay, hier ist irgendwo ein Totem, das ich segnen kann. Huntress. Habe ich mich echt erschrocken vor der. Gut, wir sollen uns einen anderen Gen. Einen weiter hinten. Haben wir da vorne erstmal unser Sanktum zum Heilen. Und gleich zwei Gens. Da hinten ist einer. Ich habe mich eben voll wegen der Mitspielerin erschrocken. Aber wo ist die Handschlüssel? Eine Huntress, das höre ich. Okay. Sie scheint irgendwo da hinten zu sein. Wir können hier den Gen. Kann es sein, dass sie bis jetzt noch keinen Feindkontakt hatte, die Huntress? Müssen wir weg. Definitiv. Ist das ein AFK-Killer? Okay. Gehen wir ran. Komm. Genau. Schnell, schnell, schnell. Oh, du hast... Beweise dich. Das ist sehr, sehr schön. Oh, zu dritt. Ah, die Arme. Shit. Wir entfernen uns. Ich will jetzt natürlich diesen Gen haben. Mal bewachen. Wir checken. Er hat uns nicht gesehen, das ist gut. Aber man merkt echt, die ist nicht vom Fach. Oh oh. Ich nehme alles zurück. Vielleicht kann sie doch ein bisschen was. Zurück zum Gen, zurück zum Gen, zurück zum Gen. Schnell, schnell, schnell.
Das wird gut. Ich fühle es. Ich fühle es, dass es gut wird. Kannst jetzt hier an der Seite auch den Gen Progress bei anderen sehen. Das ist echt geil. Das ist nicht verkehrt. Und auch was die machen vor allem. Weißt du, kannst dann auch die Faulen endlich mal rauskegeln. Gut, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich war so top fleißig. Bitte lass es jetzt nicht irgendwie so eine Prank-Huntress sein. Jetzt noch mit irgendwas um die Ecke gerotzt kommt hier. Know it oder so. Dann flipp ich. Ja, war irgendwie zu erwarten. Wir holen den da raus. Aber geil, dass immer so der genaue Progress angezeigt wird. Das ist definitiv nicht das Schlechteste. Komm, ich gebe dir Deckung, mein Freund. Jetzt provozier sie nicht, mach, dass du rauskommst. Oh, solche Leute sind das. Jetzt wünsche ich mir echt, ich hätte ihn nicht beschützt. Jetzt wünsche ich mir irgendwie, ich hätte ihn nicht beschützt. Aber ihr habt mich nicht einmal gesehen. Das ist aber auf jeden Fall lustig. Anders lustig. Trotzdem Zweiter geworden. Oh je, der Arme! Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz. So. Ich hoffe mal, der sieht das jetzt nicht als Provokation oder so. Ein paar ermutigende Worte einfach mal auf sein Profil geschrieben. Was der David da gemacht hat, das war mal wieder assi. Sowas unterstütze ich gar nicht hier, so T-Bag und so. Der Arme lernt es wahrscheinlich gerade erst und dann erwischt er euch. Naja, gut. Das war es jedenfalls für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Es war trotzdem lustig von meiner Seite, mal nicht erwischt zu werden und nahezu unentdeckt dadurch. Ja, und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.